Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo am Samstag. Wie jedes Mal konntet ihr auch diesmal wieder für euren Lieblingscharakter abstimmen und gewonnen hat James Potter. Deswegen präsentiere ich euch heute 18 Fakten über, ja, wer soll's glauben, James Potter. Los geht's! Fakt Nummer 1. James Potter wurde am 27. März 1960 in England als einziger Sohn seiner Eltern Flamont und Euphemia Potter geboren. Fakt Nummer 2. Da sowohl sein Vater als auch seine Mutter beide Reinblüter waren, ist James natürlich auch reinblütiger Natur. Fakt Nummer 3. Im Jahre 1971 kam James schließlich nach Hogwarts und wurde ins Haus Gryffindor eingeteilt. Fakt Nummer 4. James war ein extrem beliebter Schüler in Hogwarts und wurde sowohl von seinen Mitschülern als auch von seinen Lehrern sehr geschätzt. Fakt Nummer 5. James' Zauberstab bestand aus Mahagoni, war 11 Zoll lang und elastisch, jedoch ist sein Kern unbekannt. Er wurde wie fast alle Zauberstäbe in Großbritannien von Garrick Ollivander hergestellt. Sein Zauberstab war wohl hervorragend geeignet für Verwandlungen. Fakt Nummer 6. James Potter war ein begnadeter Quidditch-Spieler. Allerdings anders als im ersten Film von Harry Potter gezeigt, war er kein Sucher, sondern Jäger. Dies bestätigte J.K. Rowling in einem Interview am 16. Oktober 2000. Fakt Nummer 7. James war Teil der Rumtreiber, eine Gruppe aus 4 Hogwarts-Mitschülern, darunter Remus Lupin, Peter Pettigrew und Sirius Black. Die 4 Freunde verband eine unglaublich starke Freundschaft, die bis auf eine Ausnahme auch noch nach Hogwarts standhielt. Fakt Nummer 8. Man kann James und die anderen Rumtreiber ein wenig mit Fred und George Weasley vergleichen, da alle eine große Begeisterung für geheime und verbotene Dinge entwickelten und diese in ihrer Schulzeit auslebten. Ganz zum Ärger von Filch, dem Hausmeister, der mehr als einmal ihre Untaten beseitigen durfte. Fakt Nummer 9. Außerdem entwickelten James und seine Freunde die uns allseits bekannte Karte des Rumtreibers. Eine Karte, die einem jeden Gang in ganz Hogwarts zeigt und vor allem die Personen, die sich gerade zu diesem Zeitpunkt dort bewegen. Fakt Nummer 10. Am Ende seines 5. Schuljahrs erlernte James die Animagus-Fähigkeit und war dazu imstande, sich in einen Hirsch zu verwandeln. Dies tat er, um seinen Freund Remus Lupin beizustehen, der sich gezwungenermaßen jede Vollmondnacht in einen Werwolf verwandelte und James nicht angriff, solange dieser als Hirsch getarnt war. Fakt Nummer 11. James hasste jede Form von schwarzer Magie. Dies war auch der Grund, weshalb er Severus Snape von Beginn an verabscheute und die beiden sich bei jeder Gelegenheit Flüche auf den Hals banden. Fakt Nummer 12. In James' 6. Schuljahr wurde Sirius von einem Freund zu einer Art Bruder für James, da Sirius von zu Hause abgehauen war und seitdem bei den Potters wohnte, was die Freundschaft der beiden weiter wachsen ließ. Fakt Nummer 13. Als James 17 Jahre alt wurde, wurde er gleichzeitig reifer und weniger arrogant. Dies verhalf ihm unter anderem auch zu seiner Position des Schulsprechers, welches er zusammen mit seiner Mitschülerin Lily Evans innehielt. Fakt Nummer 14. Aufgrund dessen, dass James und Lily beide Schulsprecher waren, kamen sie sich unweigerlich immer näher. Lily ging daraufhin einige Male mit ihm aus und verliebte sich schließlich auch in ihn. Fakt Nummer 15. Kurz nach ihrem Abschluss von Hogwarts heiraten Lily und James schließlich und kurz nach ihrer Heirat starben auch James' Eltern beide an den Drachenpocken. Fakt Nummer 16. James und Lily opferten ihre Lebenszeit für den Orden des Phönix. Dies war nur möglich, weil James nicht arbeiten ging, da er ein kleines Vermögen von seinem Großvater Flamont Potter geerbt hatte, von welchem er sich und seine Familie sehr gut ernähren konnte. Fakt Nummer 17. James und seine Rumtreiberfreunde starben alle in umgekehrter Reihenfolge, wie ihre Namen auf die Karte des Rumtreibers gedruckt waren. Und zum Schluss Fakt Nummer 18. Am 31. Oktober 1981 wurden James und seine Frau Lily beide von Lord Voldemort ermordet. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade mal 21 Jahre alt. Ja, das waren meine 18 Fakten über James Potter. Jetzt würde es mich freuen, wenn ihr vielleicht die anderen beiden Videos rechts auf der Seite einmal abcheckt. Vielleicht lasst ihr auch einen Daumen nach oben da. Und ganz besonders freuen würde ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. So verpasst ihr keine weiteren Videos. Und dann sehen wir uns jeden Dienstag, jeden Donnerstag und jeden Samstag bei neuen Faktenvideos. Haut da rein und bis dann. Ciao, Leute!